Noch liegt er ganz ruhig da, der Schweriner See. Für die Wettfahrtleiterin der Schweriner Segeltage Carola Volkmann und ihr Team beginnt der Tag schon einige Stunden vor dem Start der Regatta. Ja, als erstes ist man natürlich ein bisschen nervös, guckt nach dem Wind, nach der Vorschau. Und dann muss das Startschiff aber ja wesentlich früher raus als die Segler, weil wir den Kurs legen müssen, um den die Segler dann fahren. Und um 11 ist geplant und wir sind immer sehr bemüht, dann auch um 11 wirklich zu starten. An diesem Tag, dem zweiten Wettkampftag, kommt der Wind nicht wie häufig aus Süd-Südwest. Westwind wie heute ist nicht so günstig für die Segler. Das muss beim Kurslegen berücksichtigt werden. Die Regatta der Schweriner Segeltage ist das Herzstück des Jubiläums eines der ältesten Seglervereine Deutschlands. Der Schweriner Seglerverein von 1894 feiert 125-jähriges Jubiläum. Auf dem Wasser finden an 4 Tagen 2 internationale deutsche Meisterschaften, eine German Open und eine Westenermittlung statt. 4 verschiedene Bootsklassen starten nacheinander. Das größte Feld bilden auch die größten Segelboote. Die 20er Jollenkreuzer starten mit 47 Booten in die Regatta. Das Feld so riesig, dass die Segler in verschiedene Gruppen eingeteilt werden mussten. Mit vorne dabei ein Schweriner Team. Andreas Höhne, Ingo Köhn und Kai Konatzki fahren auf einem komplett 29er. Die erfahrenen Segler haben das Boot von Anfang an sehr gut im Wind. Die Aufgaben sind absolut verteilt. Jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder Griff muss sitzen und von daher wird das vorher trainiert. Das haben wir auch gemacht. Von daher sind wir ganz zuversichtlich, am Ende auch recht gut hier aus dem Rennen rauszukommen. Was für den Laien aussieht, als würden alle irgendwie in dieselbe Richtung fahren, ist im Grunde Schach mit Segeln. Die Taktik ist entscheidend. Erfahrung hilft natürlich auch deutlich weiter. Erfahrung pur auch auf dem Startboot. Die Wettfahrtleitung kennt die Tücken des Schweriner Sees genau. Man muss wirklich auf die Winddreher achten. Also wir stehen permanent auf dem Startschiff vorne und messen den Wind oder beobachten halt auch die Flaggen, die wir zu hängen haben, ob sie sich immer noch mit dem Wind drehen. Aber das muss halt ständig kontrolliert werden, weil wenn der Wind zu sehr dreht, also 20, 30 Grad, ist da schon, muss man schon überlegen, ob man die Wettfahrt dann ansonsten eher abbricht, weil die Bedingungen sonst für die Segler unfair werden. Dass die ersten praktisch noch den guten Wind haben und die hinteren schon den komplett gedrehten Wind. Und dann stimmt ja auch der Kurs nicht mehr. Also der Kurs ist dann praktisch um 30 Grad verkehrt gelegt. Es ist eine ganze Jubiläumswoche für den Schweriner Seglerverein von 1894. Bei der Eröffnung am Montag sang sogar die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit dem Skipperchor des Seglervereins. Hat Spaß gemacht. Der Skipperchor gehört ja hier zum Segelverein und singt schöne traditionelle Seemannslieder und das macht natürlich gemeinsam Spaß. Mehr als 430 Mitglieder segeln im Schweriner Seglerverein von 1894. Ein großer Teil davon gehört zum Nachwuchs. So ein großer Verein ist auf feste Partner angewiesen. Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin hat sich auch bei den Schweriner Segeltagen kräftig engagiert. Weil wir bei allen großen Sportarten dabei sind, egal ob Volleyball oder Boxen oder Segeln, unterstützen wir auch alle Segelvereine hier in der Stadt. Und es gehört letztlich so zu unseren Aufgaben dazu und das macht uns aus. Wir sind auch verankert in der Region wie der Segelsport. Und auch wenn wir jetzt kein 125-jähriges Jubiläum haben, wir werden übernächstes Jahr das 200-jährige Jubiläum der Sparkasse feiern. Insofern sieht man, dass wir doch schon sehr, sehr lange dabei sind. Zurück auf dem Wasser. So viele Segelboote gleichzeitig unterwegs, das ist auch in Schwerin kein alltäglicher Anblick. Dennoch gehört Segeln in Schwerin mit zu den beliebtesten Sportarten. Segler kämpfen ja immer ein bisschen mit dem Vorurteil, dass ihr Sport nur etwas für Reiche ist. Segeln ist zumindest hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern durchaus ein Breitensport. Es ist kein elitärer Sport, zumal hier wir uns bemühen, die Mitgliedsbeiträge und die Liegeplatzgebühren
extrem niedrig zu halten. Umsonst geht es natürlich nicht, aber es ist sicherlich ein Sport hier in Mecklenburg-Vorpommern oder hier bei uns im Schweriner Seglerverein, der nicht an hohe Einkommensklassen gebunden ist. Das Einzige, was die Segler nicht beeinflussen konnten, das Wetter. Doch sie hatten durchgehend Glück. Sonnenschein und trotzdem ausreichend Wind. Die Regatta-Teilnehmer kamen aus dem ganzen Bundesgebiet und sogar aus Österreich und der Schweiz nach Schwerin. Sie werden wiederkommen, das ist sicher. Nicht erst, wenn der Schweriner Seglerverein von 1894 das nächste große Jubiläum feiert.